Hi, willkommen zu einer neuen Folge Ni no Kuni. Wir haben ein paar Nebenmissionen wieder und letzte Folge habe ich ein paar schon angefangen. Wir sollen einen alten Mann vor Rückenschmerzen befreien. Der hat so ein kleines Heilmittel dagegen und der hat auch etwas von mir verlangt. Ich musste 5 Glimmerschlimmer erledigen. Habe ich jetzt getan und jetzt gib her! Wir haben es vollbracht! Ah, du hast sie besiegt, ja? Und meine kalte Kompresse seien fertig. Hier für dich und bitte grüßen meinen Freund in Pedida, dankeschön. Okay. Oh, dass das so fix ging, hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte ich das in der letzten Folge noch erledigen können, aber ist jetzt egal. Ich muss wieso die ganze Zeit hier jetzt... Wo ist denn Pedida? Ach, einen darunter. Die ganze Zeit Nebenmissionen machen. Was heißt muss? Ich will. Wobei, die von den Typen da hinten, auf die habe ich so gar keinen Bock. Aber, ja, wird mir nichts anderes übrig bleiben. Ah, da bist du wieder. Sieh an, du bist wirklich nach Lungheim und wieder zurückgereist. Und deine Hilfe hätte ich leiten müssen, bis wieder ein Krämer vorbeigekommen wäre. Der Tom den Jubel lässt sie grüßen. Wirklich, das ist schön zu hören. Ah, aber beinahe hätte ich es vergessen. Ich habe eine Belohnung für dich. Bitte nimm das. Ich musste 7200 Gil für dich ausgeben, weil ich eine Waffe kaufen musste. Ah, ich kriege jetzt nicht ganz wieder rein. Aber dafür kriege ich jede Menge Stempel. So, dann kann ich, denke ich, die Waffe wegtun. So ein großer Unterschied ist es gar nicht. 5. Okay, wo ist der nächste? Oh ne, das ist Lorenz, ne? Ah ne, da unten sind auch noch 2. Ist das eine das... Ich nenne es mal Lama? Sag mal, Tröpfchen, wie nennt man diese Tiere? Das da drüben ist, sind die edlen Lapakas, Olli. Majestätisch, nicht wahr? In Pedida haben sie schon seit eh und je. Es sieht so aus, als ob es mir irgendwas sagen wollte. Da liegst du richtig. Dieser behaarte Kerl hat uns zweifelsohne was zu teilen. Ich würde sagen, es ist Zeit für ein bisschen Magie. Okay. Dann quaken wir doch eine Runde mit ihnen. Nicht Medium. Wo haben wir es denn? Naturnähe, da. Hallo, ich möchte... dass du etwas für mich tust. Ich bin total am Verhungern. Kannst du nicht hören, wie mein Bauch knurrt? Hättest du vielleicht ein schmackhaftes Häppchen für ein hungriges Lapaka übrig? Du möchtest etwas zu essen? Was? Entschuldigung, Lapaka, aber was isst du eigentlich? Man setzt uns morgens, mittags und abends Heu vor, aber offen gesagt bin ich seines einseitigen Geschmacks und der wenig verlockenden Textur überdrüssig geworden. Ist denn selbst der kleinste Hauch von Luxus zu viel verlangt? Ein kleiner kulinarischer Genuss vielleicht? Ein kulinarischer Genuss, was? Ganz genau, wäre es denn so falsch für eine bescheidene Lapaka die Wonnen einer saftigen Barbane aus Al-Kuwait zu kosten? Wie zum Kuckuck er von Barbaren gehört hat, werden wir wohl nie erfahren. Da war dieser Händler, der einmal hierher kam. Er hatte unter anderem frische Barbanen. Seit ich sie das erste Mal erblickt habe... haben sie mich in den Bann gezogen. Ich muss einfach eine probieren. Wärst du bereit, mir eine zu bringen? Bring mir eine Barbane und ich kann dir sicher etwas ähnlich Erstrebenswertes in Austausch anbieten. Okay. Okay, sicher. Warte einfach da. Mein Bauch knurrt schon vor lauter Vorfreude. Okay, wir haben einen tierischen Feinschmecker. Habe ich vielleicht sogar eine Barbane? Ne, das sind Augenöffner. Das sieht, glaube ich, nicht so gut aus, was Barbaren angeht. Oder vielleicht hier. Oh, ich habe eine Barbane sogar. Welch Zufall. Meine Güte, es ist eine Barbane. Die werde ich so richtig genießen. Das ist köstlich. Sie ist so süß und weich und fruchtig. Ah, das ist mal was anderes als Heu. Das kann ich dir sagen. Sieh dir an, wie er das Ding runterschlingt. Der ist ein Barbarenhimmel. Ha ja, er scheint wirklich zu genießen.
Ah, Kirsty, aber nach dieser kulinarischen Offenbarung wird mir erst klar, was ich alles verpasst habe. Ich muss weitere Gaumenfreuden kosten. Moment, mein Freund, was ist mit meiner Belohnung? Er ist immer noch hungrig, dieses haarige Fresssack. Mal sehen, was möchte ich als nächstes Gang essen? Ich hab's, eine Glühgarnele. Ein Moment, Pelzgesicht. Wie kommst du, dass ein Lapaka mitten in der verflixten Berg von so einer seltenen und exotischen Meeresfrucht gehört hat, Hanna? Die Händler, die nach Perdida kommen, sprechen oft von seltsamen und wunderbaren Speisen. Sie glauben, ich kann sie nicht verstehen, aber ich höre zu. Dieser haarige Halunke hat auf alles eine Antwort. Na, ich schätze, wir könnten dir eine Glühgarnele bringen. Ausgedacht, ich werde hier auf besagten exquisiten Happen warten. Ja, wo kriege ich die jetzt weg? Ich habe nicht genau aufgepasst. Nochmal mit ihnen sprechen. Wo bekomme ich die weg? Ich habe keine Ahnung. Ich mach erstmal. Ich habe eine gewisse Ahnung. Irgendwas schwirrt in meinen Kopf rum. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Gucken wir mal. Ich habe hier auf jeden Fall zwei blaue Punkte. Vielleicht... Das sieht nichts wie eine Garnele aus, um ehrlich zu sein. Doch, der hat welche! Her damit! Also... War das doch noch richtig in meinem Kopf. Okay. Dann muss ich ja nicht lange suchen. Okay, du Gefräßiger. Weh, ich muss noch was holen. Aber könnte gut sein. Wahrscheinlich drei Sachen holen. Wunderbar, es ist eine Glühgarnele, wie entzücken. Ich kann es kaum erwarten, sie zu kosten. Das ist exquisit. So etwas habe ich noch nie zuvor gekostet. Sie ist zart und saftig und hinterlässt einen herrlichen Geschmack auf der Zunge. Deshalb machen die Leute also so einen Wirbel um Meeresfrüchte. Hört ihr bloß dieses Haarknoll an? Das ist ein richtiger kulinarischer Kenner, was? Er weiß ganz schön viel über Essen. Das war eine echte Gaumenfreude. Und nun, auf zum nächsten Gang. Was auf zum nächsten Gang, du Verfressener? Zum nächsten Gang? Das hier ist doch kein Drei-Sterne-Restaurant auf zu frecher Lümmel, du. Bist du sicher, dass du von all diesen ungewöhnlichen Essen keine Bauchschmerzen bekommst? Danke für deine Anteilnahme, aber mir wird schon nichts passieren. Weiter mit dem nächsten Gang. Ich würde gerne einen schwarzen Trüffel aus Schweinfurt probieren. Wie bitte? Weißt du, wie viel diese verflixten Dinger kosten? Kosten? Für mich zählt allein der Geschmack. Aber wenn ihr meint, Geld sei wichtiger als der bescheidene Traum eines hungrigen Lapakas. Naja, ich schätze, wir können dir einen schwarzen Trüffel bringen. Okay, Schweinefurt. Kann ich den dort irgendwo kaufen? Und ich hoffe, Tröpfchen behält nicht recht, dass der teuer ist. Wo war denn hier nochmal der Laden? Da gleich um die Ecke. Hast du schwarze Trüffel? Hm. 180, geht ja. Ich habe gedacht, der kostet jetzt 500 oder so. Hier hast du wenigstens einen Hinweis bekommen, wo du das suchen musst. Bei den Garnelen? Kann sein, dass ich sie übersprungen habe, aber das Wort Laguna wurde, glaube ich, nicht erwähnt. So.
Ah, dieses Aroma. Nüsse, Dung, das muss ein schwarzer Trüffel sein. Oh, den werde ich ganz gewiss genießen. Das ist vor zücklich. Zum Gucke hätte ich nicht gedacht, dass ich mal sehen würde, wie sich ein Lapaka mit einem schwarzen Trüffel den Bauch verstopft. Ohne Zweifel, der schwarze Trüffel ist der Gipfel der Gaumenfreuden. Er ist überaus wohlriechend und besitzt ein Aroma von unvergleichlicher Intensität, ein Genuss für echte Feinschmecker. Mann, oh Mann, der kennt sich echt aus, was Essen angeht, und er redet ziemlich hochgestochen. Doch die Textur war nicht besonders, deshalb ist die nächste Delikatesse, die ich verköstigen werde, der sagenhafte, knackige Schneerettich von Jülep. Alter! Pah, der ist jetzt aber auf den Geschmack gekommen, was? Wie lange will dieser Friedrich Fäckel denn noch weiter fressen? Er sieht immer noch ziemlich hungrig aus. Ich kann es kaum erwarten, bis der nächste Gang vorkommt. Mein Bauch knurrt schon vor lauter Vorfreude. Ja, wir haben immerhin einen Hinweis bekommen. Wohin? Julheim? Wie kann man nur so verfressen sein? Schneeettich, oder was er sagte, ne? Moment, hier ist der Kramer. Ist das das da? Nee. Da haben wir es. Das ist eine weiße Karotte. Ich hoffe, das war es jetzt langsam. Weil langsam wird es mir zu doof. Ich weiß auf jeden Fall schon, wie ich die Folge nennen werde. Das verfressene Lapaka. Passt gut, denke ich. Oh, da hast du mir einen Schneerich gebracht. Dann bin ich mal so frei und mache mich darüber her. Yum, 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 yum. Ah, diese knackige Konsistenz macht einfach Lust auf mehr. Und Schneerettiche sind auch noch gesund. Seine herrliche Frische jagt ein wohliges Scheuer den Rücken hinunter. Ich bin froh, dass dir geschmeckt hat. Ah, ich muss sagen, dass ich genug gegessen habe. Gott sei Dank. Mein Bauch platzt schon fast. Danke, dass du meinen Launen nachgegeben hast und dieses bescheidene Lapaka auf eine atemberaubende kulinarische Weltreise mitgenommen hast. Bescheiden ist er nicht. Ehe du mit diesen Delikatessen gebracht hast, hatte ich nur Heu gekostet und einen Schuh aus Neugier. Den Geschmack werde ich so schnell nicht vergessen. Also, ich hatte ja versprochen, dass ich dich belohnen werde. Hier, und das werde ich auch. Bitte. Okay. Naja, die 6 Stempel nehme ich tatsächlich lieber, als das, was er mir da gegeben hat. Oh, das ist noch nicht alles. Ich habe eine ausgezeichnete Formel, die du in deinen alchemistischen Experimenten verwendest. Oh, das ist natürlich was anderes. Verwende sie, um etwas Wohlschmeckendes herzustellen. Und natürlich kannst du jederzeit vorbeischauen, um es mit mir zu teilen. Der hat vielleicht Nerven. Denkt der an nichts anderes als an den Magen? Okay, das ist aber praktisch. So, dann haben wir dich hier noch. Ah, das ist irgendeiner mit einem gebrochenen Herzen. Es bringt alles nichts. Ich werde nie ein Lapaka-Hirte sein. Nachdem ich mit den Lapaka zu tun habe, wäre ich da auch nicht scharf drauf. Mann, oh Mann, was ist denn los? Du siehst ganz schön traurig aus. Mir ist das ganz alles völlig egal. Wieso soll ich meine ganze Zeit damit verbringen, blöden Lapakas nachzujagen? Ich könnte der größte Lapaka-Hirte in Parida werden, aber was soll's? Das bringt doch alles gar nichts. Na sowas, ich glaube schon, dass das was bringt. Ich meine, du würdest eine wichtige Arbeit verrichten und alle würden dich respektieren. Hör auf ihn, mein Lieber, das sind weise Worte. Du hast viel Gutes bei mir gelernt, Olli. Der beste Lapaka-Hirte in Perdida zu sein, wäre doch dufte, oder? Hm, vielleicht, ich weiß nicht mehr. Ich träume nicht mehr davon, meinen Lapakas bei Sonnenuntergang durch die Felder zu treiben. Tja, du weißt, was das bedeutet, oder, Olli? Der arme Kerl hat seinen Ehrgeiz verloren. Der hat ein gebrochenes Herz. Ja, Ehrgeiz habe ich in meiner Furie. Wir können ihn einfach nicht so zurücklassen. Wir müssen ihm helfen, seinen Ehrgeiz zurückzubekommen. Schön, Olli. Mal sehen, ob wir irgendwo ein Stück Ehrgeiz gibt, das keinen Abnehmer findet. Ja, ich habe welche in der Filiole. Alles gut.
Eieiei, ich fühle mich so anders. Was hat mir Sorgen gemacht? Ich hab's vergessen. Egal, meine kostbaren Lapakas wollen auf die Weide geführt werden. Ich muss mich beeilen. Das nenne ich Leidenschaft für Lapakas. Unser Hirte hier ist wohl wieder ganz der Alte. Allerdings, hoffentlich verwirklicht er jetzt seinen Traum. Hey, danke, dass du mir zugehört hast. Es hat wirklich geholfen, mit euch zu sprechen. Bitte, nehmt das. Oh, 2.500.000 Mitte? Okay, oh, Lorenz. Ja, komm. Wen möchtest du sehen? Oh, du bist es. Wie es scheint, haben sich unsere Wege wieder einmal gekreuzt. Natürlich habe ich vorhergesehen, dass du bald hier sein würdest. Meine Güte, es ist Lorenz. Oh, du schon wieder. Wie kommst du, dass du ständig auf uns wartest, egal wohin wir gehen? Weil ich möchte, dass ihr mir bei einer äußerst wichtigen Forschung assistiert, natürlich. Dann heißt das also, wir sollen ihnen wieder ein paar Kreaturen besorgen, was? Ich bewundere deinen Scharfsinn, also. Wirst du der Wissenschaft helfen und mit mir zusammenarbeiten? Muss ich ja. Ich weiß nämlich noch, dass das absolut absurd ist, jetzt ist, was du von mir willst. Die Wissenschaft dankt dir. Welche Kreaturen sollen wir diesmal für dich hinterherjagen? In letzter Zeit habe ich fesselnde Forschungen bezüglich Evolution durchgeführt, aber es gibt ein paar Kreaturen, deren fortgeschrittene Formen mir noch ein Rätsel sind. Ich hätte gerne, dass ihr mir 3 Exemplare bringt. Das erste Exemplar von Interesse ist ein Vampirwisch. Der evolutionäre Nachfolger einer geisterhaften Kreatur, die den Pfad der Gräber heimsucht. Zudem möchte ich einen Brutzelpurzel aus nächster Nähe sehen. Eine Spezies, die durch die Evolution einer Kreatur entsteht, die ein paar... Ja, die kenne ich, die habe ich auch. Zu guter Letzt will ich eine sonderbare musikalische Kreatur untersuchen, die Trimurmel genannt wird. Kennt ihr gewiss? Nein, ich wiederhole mich nicht. Menno, das hört sich an, als ob das gar nicht so einfach wäre. Über diese Kreaturen ist nur wenig bekannt, selbst in vertraulichen Kreisen. Von daher bist du auf dich selbst gestellt. Aber wenn du sowohl Einsatz als auch animalische Schleuer an den Tag gehst, ist es statistisch gesehen wahrscheinlich, dass du aufspüren wirst irgendwann. Und du verstehst dich von selbst, dass es nicht genügt, die Exemplare einfach ins Schlupfloch zu stecken. Ja, ja, ich kenne deine Regeln. Nein, du musst alle 3 Kreaturen auf einmal zu mir bringen. Ja, okay. Das ist besser als erwartet. Moment, da ist das Schlupfloch. Da oben ist noch einer mit blauem Punkt, den habe ich ganz übersehen. Also. Der gute Lorenz. Du kannst erstmal weg. Der möchte das Vieh in der höchsten Stufe sehen. Der möchte... Moment, ich weiß, dass ich es habe. Der möchte den sehen. Und der möchte was aus dem Grab sehen. Das, ich habe, glaube ich, alle Kreaturen auf dem Grab. Wenn ich Pech habe, will der... Warte, ich frage ihn nochmal. Wie heißt das Vieh, was du sehen möchtest? Vampirwisch, okay. Das muss ich mir kurz im magischen Begleiter angucken. Ich habe gerade keine Ahnung, was das ist. Das müsste ja dann von Sven eine Kreatur sein, ne? Müsste das Zeichen sein, oder? Gucken wir mal. Oh, scheiße. Ist die andere Form von uns ein Monster, oder? Ich hab nicht Vampirwäsch gemacht, ne? Nein, ich hab die andere Form gemacht. Scheiße! Weil die beiden sind richtig. Okay, dann müssen wir zum Vater der Gräber und um Grad 1 der Viecher neu fangen. Ich hoffe, das geht fix. Ich werde es, glaube ich, so wie immer handhaben. 3 Kämpfe on cam und wenn es dann nicht klappt, dann schneide ich das. Ja, das Problem ist genau das.
Okay, da haben wir einen. No slacking, you lot. Das Problem ist einfach, dass die Monster hier ein bisschen Angst vor mir haben. Schade. Aber das Monster ist relativ häufig. Das ist das einzig Gute. Und ich hoffe, durch die Fähigkeit, die ich mir geholt habe, dass ich relativ schnell einen bekomme. Nicht, dass das wie bei der letzten Lorenz-Mission mich über 2 Stunden kostet. Naja, das Fangen ist ja noch nicht alles, ne? Ich muss auch in die letzte Stufe. Dann hin. Der verlangt ja von mir die letzte Stufe. Aber da können wir halt dann ein bisschen tricksen. Okay, Leute, ich cutte das. Okay, Leute, das ging relativ fix. Also, das ist jetzt, glaube ich, der 3. oder 4. Kampf, nachdem ich gecuttet habe. Da habe ich jetzt ein bisschen Glück gehabt. Kann natürlich auch an meiner Fähigkeit, die ich da gekauft habe, auch dran liegen. Wobei das das erste Monster ist, was ich fangen konnte. Und das zufällige da ist, das ist, was ich brauche. So. Hier kann ich nicht reißen. Das ist schlecht. Dann Flucht. So, dann stellen wir mal unsere Truppe auf. Wir nehmen mal bei jedem einen raus. Ja, Barbane raus. Und bei dir nehmen wir mal dich raus. Na, jetzt müssen wir die 2. Phase von Lorenz' Auftrag erfüllen. Und zwar auf Endstufe bringen. Aber wie wir wissen, gibt's hier so ein kleines grünes Kerlchen. Ich hoffe, ich habe jetzt ein bisschen Glück. Nein, du bist das nicht. Hau ab! Du sollst abhauen, Mann! Komm, dann hau ich dich um. Ich glaube, ich habe da unten eben schon das Objekt der Begierde gesehen. Als ob der mir eine Fallwindfeder bringt. Ah nee, das ist so eine kleine grüne Schlange. Och, ich will nicht gegen dich kämpfen, Mann. Ich suche den Toki. We can do this. Obwohl, zur ersten Form geht das noch. Obwohl, der Toki geht wesentlich schneller. Das ist ein bisschen nervig, wenn die Monster hier so in engen Passagen kommen. Den kannst du da nicht ausweichen. Oh, das ist auch wichtig, diese Kristalle. Ich weiß gar nicht, ob ich Steine habe. Gucken wir mal. Ich habe einen Mond, ich habe
Ja, ich habe von jedem einen mindestens, ne? Dann hoffen wir mal, dass das passt. Und wenn nicht, dann hoffen wir mal, dass ich es herstellen kann. So, das ist eine grüne Schlange. Das ist ein Hase. Schwein, das Schwein ist mir egal. Es ist ein bisschen... Also diese Tokis sind ein bisschen selten. Ich habe Glück, da ist einer, der mich gesehen hat. Scheiße! Der hat mir doch den Rücken zugedreht. So, und jetzt ist hier keiner mehr da, ne? Ja, dann machen wir mal einen kleinen Trick. Wir speichern gerade einmal das Spiel. Dann verlassen wir das Spiel. Und laden einfach neu. Damit können wir jetzt nämlich das Gebiet resetten. Und unter Umständen haben wir ein bisschen Glück und der Toki taucht wieder auf. Warum er mich entdeckt hat, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Wer hatte mir den Rücken zugedreht eigentlich? Da ist ein Vogel. Schweinchen. Oh, der Reset ist, glaube ich, gerade mal überhaupt nicht aufgegangen. Ne, das ist der mit den zwei Schirmen. Da ist auch nicht das Richtige. Ja, die sind eigentlich immer an zwei, drei festen Positionen hier. Okay, ich cutte das mal wieder, bis ich einen finde, Leute. Okay, Leute, ganz leise sein. Da oben ist einer. Ah, das ist ganz praktisch eigentlich. Der ist hier in der Ecke festgenagelt. Das heißt, er kann nicht abbauen. Ja, schade, ist nur einer. Auf den müssen wir auch sofort drauf gehen. Nicht, dass der abtürmt. Sehr gut. Will mal wie sowas gucken. Ah, ich habe das letzte Mal nicht bestätigt, deswegen haben die noch weiter angegriffen, als ich das mit den Glimmerschlimmern gemacht habe. Ich hätte mich schon gewundert. So, aber die erste Form. Sollte damit erledigt sein. Heim raus mich nicht, ich kriege jetzt wie so einen Löffel ab. 9000, sehr schön. Er kriegt sogar zwei Level Ups, obwohl der so hoch schon ist. So, bereit zur Evolution, das wollte ich sehen. Die Mission haben wir dann mit auch fast abgeschlossen. Alle bereit zur Evolution, sehr schön. Okay, kreaturenfähig. Was brauchst du? Ah, der braucht einen blauen. Das heißt, ich muss bei der letzten Form mein letzten blauen Ding öffnen. Okay. Was brauchst du? Bitte keinen blauen. Er braucht auch einen blauen. Scheiße. Das heißt, ich muss einen blauen per Kessel herstellen. Und was braucht er? Er braucht auch einen blauen. Scheiße!
Ja, okay, Leute. Ich würde mal sagen, bis zur nächsten Folge suche ich dann wieder einen unserer XP-Schleudergesellen. Und dann machen wir in der nächsten Folge auf Stufe 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne ein Like und Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.